Guten Tag, liebe Studierende. Ich möchte euch in diesem kurzen Video Doodle vorstellen und was ihr dort mit erledigen könnt. Zunächst gehen wir auf die Seite von Doodle. Diese könnt ihr einfach aufrufen, indem ihr doodle.com eingibt oder es mit eurer Suchmaschine sucht. Doodle ist ein Programm, mit dem ihr ganz einfach im Internet Terminumfragen oder einfach andere Online-Umfragen erstellen könnt. Wir machen dies jetzt einmal exemplarisch und hierfür müsst ihr euch nicht einmal einloggen oder einen Account anlegen, sondern könnt direkt loslegen. Als erstes müsst ihr einen Titel der Online-Umfrage angeben. Zum Beispiel, wann treffen wir uns zum Essen? Ihr könnt einen Ort angeben, dies ist aber optional. Zum Beispiel in der Pizzeria da Mario. Ihr könnt ebenfalls eine Beschreibung angeben. Pflichtangaben sind dein Name sowie eine E-Mail-Adresse, um eure Umfrage später auch zu managen. Ihr könnt nun aussuchen, an welchen Tagen eure Umfrage stattfinden soll. Bei mir soll das Pizzaessen jetzt am Wochenende stattfinden, entweder am Freitag, Samstag oder Sonntag. Danach könnt ihr auf Next und könnt dann zum Beispiel noch verschiedene Startuhrzeiten angeben. Zum Beispiel könnte man sich ja schon um 18 Uhr treffen, die zweite Uhrzeit wäre 20 Uhr oder um 21 Uhr. Man könnte jetzt natürlich die Zeiten an den anderen Tagen einfach übernehmen und dann drückt ihr einfach Copy and Paste und dann könnt ihr einfach, sind die Zeiten, die ihr in der ersten Reihe eingegeben habt, auch an den anderen Tagen. Nun könnt ihr einfach noch weitere Settings machen, das wäre dann aber optional. Wir bleiben erstmal bei dem ganz einfachen. Dort geht ihr einfach dann auf Next bei dem Basic Pool und könnt dann direkt auf Finish klicken. Bei dem weiteren unten könnt ihr direkt Leute einladen über E-Mail-Adressen, die dann bei der einen Link bekommen zur Umfrage und dann daran teilnehmen können. Nun hat Doodle einen Link erstellt, wo eure Umfrage ist. Ihr könnt mit Copy-Link den in eure Zwischenablage packen und wenn ihr auf den Link klickt, könnt ihr die Umfrage aufrufen und seht dann hier die Übersicht. Man sieht den Titel, wann treffen wir uns zum Essen, wo, der Ort ist also angegeben. Und nun kann man hier sehen, was es alles für Optionen gibt. Ihr könnt auch alle einblenden lassen. Ihr seht dann, dass es halt der Freitag, der 13., Samstag und Sonntag ist. Und wenn ihr selber dann schon mal euch eingeben wollt, dann könnt ihr einfach Sebastian eingeben und gebt dann einfach die Zeiten an, wo ihr könnt, um Pizza zu essen. Und speichert dies dann ab. Nun könnt ihr nämlich sehen, dass sich die Liste erweitert hat. Zum einen seht ihr, was der Teilnehmer, also in dem Fall ich, schon angegeben habe. Überall, wo ich dann kann, ist ein Haken und überall, wo ich nicht kann, ist es rot. Wenn jetzt noch mehr Leute teilgenommen haben, seht ihr in der untersten Zeile, an welchem Termin die meisten Leute können. Wenn jetzt jemand anderes noch da mitmacht, zum Beispiel Marina, und die gibt dann andere Termine an, speichert das ebenfalls ab, geht dann zum Pool zurück und ihr seht, es würden sich schon mal zwei Termine herauskristallisieren, das wäre Freitag 8 Uhr und Samstag 8 Uhr, da dort schon zwei Leute Zeit haben. Dies ist Doodle, es ist ein einfaches, sehr einfaches Tool, um halt Online-Umfragen zu erstellen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.